Marie, meine Liebe? Du, hier ist Holm, dein Vater. Hör mal, du, das geht um das Essen morgen. Ich weiß, dass du ja eigentlich nach New York musst, aber du, ich fürchte, das musst du absagen. Das ist ausgesprochen wichtig, dass du kommst. Es wird unser letztes gemeinsames Essen sein. Ich bin ja sehr krank und ich habe nicht mehr lange zu leben und ich möchte das Treffen nutzen, um Abschied zu nehmen von euch allen, ja? Also bis morgen. Ich habe den Kunde an einen Freund geschickt, einen Arzt in New York, und der meldet sich. Und so lange glaube ich erstmal gar nichts. Wenn du wirklich entschlossen bist, auf diese Art zu sterben, dann werde ich diese Entscheidung mittragen. Was? Warum hast du jetzt hier mich weggeblasen? Wir beide haben es ganz gut krachen lassen. Obwohl es bei dir ein bisschen lauter gekracht hat. Ja, bei mir hat es wenigstens gekracht. Die Nanny, der Bums. Wusstest du das? Dass er die Nanny Bums? Im Gäste. War das jetzt der sachliche Teil oder kommt der noch? Kriege ich eine Antwort auf meine Frage? Was kostet der Spaß? Diese ganze begleitete Scheiße. Jetzt wieder.